Mein Name ist Ludger Frier, ich bin Vorsitzender der NABU-Kreisgruppe Vechta. Hier ist eine Krötenschutzaktion. In jedem Jahr laufen im Frühjahr die Amphibien zu den Laichgewässern hin, überqueren die Straßen und in dem Zusammenhang werden viele überfahren. Hier ist ein Krötenschutzzaun an der Straße, an der Grampfer Straße in Handorf-Langenberg aufgebaut. Der wird kontrolliert im Wesentlichen von den Schülern der Georg-Kerschen-Schreiner-Schule in Holdorf. Und ja, wir befinden uns hier bei dieser Aktion, wo wir die Schüler einweisen, wie sie die Arten unterscheiden können, was sie tun müssen, wie sie gezählt wird und was für einen Sinn und Zweck diese tolle Naturschutzarbeit und Jugendarbeit. Und wenn sie aus dem Wasser rausgehen, fällt der Kamm wieder zusammen, weil das nur ein schwimmender Hautlappen ist. Ich zeige euch mal, wie das aussieht auf dem Foto. Das ist vom Teichmolchmännchen. Ja, das ist er an Land, so wie wir ihn hatten, ohne Kamm. Und wenn er dann im Wasser ist, kriegt er ganz schnell einen Kamm. Und hier ist eine zweite Art, der hier nicht vorkommt in diesem Gebiet, aber hier im Landkreis schon. Der Kammolch, und der hat einen riesigen, zackigen Kamm.